Hallo Zwilling, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich freue mich sehr, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammenschauen, wie die Energie für dich für diese erste Woche, Monat Oktober, für dich steht, ja? Schauen wir mal zusammen, Zwilling. Hinter dem Deck haben wir sechste Stäbe. Interessant. Gerade die gleiche Energie hatte ich bei Sternzeichen Jungfrau. Genau. Also sechste Stäbe. Irgendwie, du siehst ja, eine Person kommuniziert. Ja, also es gibt hier eine Person, Feuerelement, Sternzeichen Schütze, Löwe, wieder. Es gibt schon hier eine interessante Energie. Ja, sechste Stäbe. Wow. Schau mal bitte hier. Also drei der Stäbe, die Karte der Stern und sechste Stäbe. Zwilling, in deiner Energie zeigt sich wirklich Erfolg. Also ich sehe hier Triumph und Erfolg. Ich sehe eine Person, die berühmt ist. Es gibt hier eine Person, die berühmt ist. Irgendwie viel Erfolg in den. Ja, vielleicht in der, was Arbeit ist oder. Es gibt hier einen Künstler. Ich habe hier mit einem Künstler zu tun, in manchen Fällen. Sehr interessant, Zwilling. Und diese Energie zeigt sich bei dir oft, ja? Diesen Künstler hier. Ich sehe auf jeden Fall Zukunft, gute Vorzeichen gibt es hier in dieser Energie für dich. Wirklich gute Vorzeichen. Eine sehr starke Leidenschaft spürt man hier für eine Person. Und irgendwie die Situation ist sehr positiv. Wir haben hier die Karte der Stern. Ist eine der besten Karten im Tarot. Ja, wir reden schon hier über gute Vorzeichen, über eine gute Stern. Ja, das Universum natürlich. Es gibt hier eine interessante und schau mal. Die Gerechtigkeit. Sternzeichen Waage, Wassermann. Ich sehe neue Kompromisse, Zwilling. Für manche von euch sehe ich neue Kompromisse. Was mit dem Schicksal zu tun hat, es gibt hier eine göttliche Führung. Und das Schicksal ist bei dir sehr präsent gerade. Ja. Ich sehe natürlich hier eine wichtige Entscheidung in manchen Fällen. Ja, also ich sehe schon. Es kann möglich sein, dass ich hier diese Situation von eine wichtige Entscheidung, ja, zu treffen. Aber schau mal bitte hier. Puppe der Kelche, drei der Schwerter und die Karte das Gericht. Was sicher ist, Zwilling, was sicher ist, dass du die erste Woche Oktober mit wichtiger Kommunikation zu tun haben wirst. Wichtige Kommunikation. In manchen Fällen nicht nur von einer Person, von deiner Vergangenheit. Ja? In manchen Fällen nicht. Ich sehe hier eine Person, die irgendwie sich doch kommunizieren wird. Es gibt hier eine liebe Person, eigentlich eine liebe Kommunikation. Eine Person möchte es wieder gut machen. Also das Gefühl wäre hier, jemand möchte es wieder gut machen. Man möchte sich vielleicht eine zweite Chance bekommen. Also ja, also eine Person, die eine zweite Chance bekommen möchte. Eine Person hat jetzt plötzlich auch mehr Klarheit in der Situation und möchte diese wichtige Kommunikation, in manchen Fällen nochmals, diese Versöhnung, eine Entschuldigung geben. Also es kann schon möglich sein, dass jemand sich bei dir entschuldigen möchte. Ja? Wie du siehst, Zwilling, ich habe hier das Gericht und ich habe hier die Gerechtigkeit. Also, wir haben ermächtigte Energien bei dir. Ich sehe schon eine karmische Situation in deiner Energie. Eine karmische Situation. Karma ist natürlich hier zu sehen.
Aber ich sehe hier schon auch eine Scheidung in manchen Fällen. Eine Scheidung, eine Trennung, juristische Kommunikation. Du siehst ja, das Gericht und die Gerechtigkeit. Es ist einfach erstaunlich. Das spricht nicht für alle gleich, weil wir haben nicht alle das gleiche Leben. Aber hier habe ich für manche doch eine juristische Kommunikation. Ja. Und irgendwie, es ist eine positive Kommunikation auf jeden Fall, weil es bringt auch Klarheit in der Situation. Aber das zeigt sich nämlich hier, Kommunikation auf jeden Fall. Irgendeine Wahrheit, die ans Licht kommt. Wie ich immer so schön sage. Zwilling, ich sehe schon eine Vergangenheit hier, natürlich. Du siehst ja, drei der Schwerter, Puppe der Kelche, drei der Schwerter und die Karte das Gericht. Ich sehe schon hier einen Treubruch, in manchen Fällen, ja, einen Treubruch. Eine Treulosigkeit, ja, hier. Diese Kommunikation ist ja da, aber die Sache ist, du hast ja gesehen, was ich ja bei dir habe. Irgendwie habe ich ja sowieso eine neue Person in deine Energie. Ja, eine neue Person. Augenblick, Zwilling. Wow, bei wem hatte ich das jetzt schon wieder? Ich glaube, das war. Also momentan sind schon interessante Energien bei den Sternzeichen, ja. Also generell, schau mal hier, es ist ja nicht, es kann nicht wahr sein, oder? Puh, Wahnsinn. Zwilling, was für eine starke Energie. Puppe der Stäbe, Feuerelement, wie wir vorher gesagt haben, Feuerelement ist bei dir auch präsent. Löwe, Schütze, Sternzeichen wieder. Ja, aber schau mal, tatsächlich, also der König der Stäbe, Puppe der Stäbe, ich habe hier schon diese ermächtigte Energie, dieses Feuerelement ist hier sehr präsent bei dir. Nochmals, diese gewisse toxische Situation ist hier. In manchen Fällen hat das mit einer familiären Situation zu tun, Zwillinge, ja? Irgendwie. Ja. Zwilling, schau mal bitte hier, in der Mitte für deine Legung, ja? Die Karte der Turm. Veränderungen kommen. Also, Zwilling, die erste Woche Oktober wirst du mit unerwarteten Kommunikationen zu tun haben. Es kommen hier unerwartete Kommunikationen, die du, wie gesagt, nicht erwartest. Wir haben hier mit einer wirklich. Mit dem Universum zu tun. Es ist abrupt, was ich hier sehe. Es ist schnell. Es ist wirklich schnell. Und es hat wirklich mit klarer Kommunikation zu tun. Menschen, mit denen du sehr wahrscheinlich schon einen Schluss gemacht hast. Also es könnte wirklich dafür auch viel reden. Ich rede über Personen, mit denen du schon bereits einen Schluss gemacht hast. Eine Trennung, eine Scheidung gab es in manchen Fällen da. Und diese Kommunikation ist hier. Wenn du sagst, es hat wirklich mehr mit juristischer Kommunikation zu tun, dann ist das hier, was wir hier für dich haben, eine juristische Kommunikation. Eine wichtige. Und du siehst ja, hier habe ich einen Gebäude, Zwilling. Es gibt hier schon einen Gebäude, ja? In manchen Fällen habe ich hier eine juristische Situation, was mit einem Eigentum zu tun hat. Mit einem Eigentum, mit einem Erbe, mit so einer Situation. Also das ist einfach deutlich. Schau mal bitte hier. Ritter der Münzen, die Karte der Turm und die Karte das Gericht. Also ich persönlich, ich habe hier mit einer positiven Veränderung für dich. Möglicherweise Geld, was man bekommt hier, was man hier erwartet hat oder was sehr, eine Situation, die sehr lang in der Zeit jetzt viel Zeit genommen hat, eine Situation, die sehr langsam war. Plötzlich kommen drastische, schnelle Veränderungen auf dich zu. Und nochmals, ich sehe schon hier eine klare, wichtige Kommunikation, die kommt in diese erste Woche Oktober. Und für manche hat das mit dem Verkauf von einem Haus oder irgendwie Geld, was man bekommt,
was mit einem Eigentum oder so eine Situation gibt es hier. Denn Ritter der Münzen ist ein Ritter, wo man Geld bekommt. Also Geld kommt, ja, aber es ist langsam. Es war langsam, aber plötzlich, du siehst ja, die Karte der Turm, es gibt hier eine Schnelligkeit, eine abrupte, schnelle Sache gibt es hier. Die erste Woche Oktober. Diese unerwartete Kommunikation kommt und bringt tatsächlich Klarheit in der Situation. Veränderungen sind nie leicht. Ja, niemand hat gesagt, es wäre einfach. Veränderungen sind nie leicht, aber am Ende doch positiv. Denn ich sehe hier eine Situation bei dir, die sehr mit einer karmischen Situation zu tun hat. Egal, ob das mit einer familiären Angelegenheit ist oder in welchem Bereich. Aber es gibt hier schon eine klare, deutliche karmische Situation in der Energie. Ja, es ist deutlich einfach. Ja. Ich sehe nochmals, Zwilling, ich sehe hier, diesen Gebäude ist hier wichtig. Diesen Gebäude in der Mitte für deine Legung. Ja. Was mit einem Haus zu tun hat, einem Gebäude, irgendwie, einen Eigentum, einen Erbe, irgend so eine Situation gibt es hier. Ja, also Geld und diesen Gebäude, also es gibt hier eine Verbindung und tatsächlich Kommunikation über diese Sache, die jetzt sehr lang in der Zeit geht. Aha. Interessante Situation. Schau mal bitte, wir haben schon eine interessante Energie bei dir. Also Ritter der Münzen, die Karte der Mond und die Karte der Welt. Es gibt hier eine Ungewissenheit. Es war eine Ungewissenheit, Sternzeichen Krebs. Aber wir können hier alle vier Elemente haben auf dem Tisch. Mit der Karte der Welt sind alle Elemente auf dem Tisch. Ich sehe hier in manchen Fällen nochmals, diese Kommunikation über Internet, ich sehe hier Kommunikation tatsächlich. Eine Situation, die viel Zeit genommen hat. Ja, wo gar keine Kommunikation gab. Also es war gar keine Kommunikation da. Du siehst ja Erde-Element, Stier, Steinbock, Jungfrau vielleicht. Muss nicht sein, aber hier gab es irgendwie gar keine Kommunikation. Ich sehe eine Situation, einen Zyklus. Ich sehe einen Zyklus irgendwie, die versucht zu schließen. Also ja, man schließt hier einen Zyklus. Mit der Karte die Welt, wir reden über einen Zyklus, die irgendwie ein Ende hat. Ich muss dir schon sagen, Zwilling, mit dieser Karte hier muss man natürlich mit einem Zyklus zumachen. Es ist ja klar. Also das ist aber deutlich hier. Denn wir reden über eine karmische Situation. Von da aus, es gibt hier bestimmten Zyklus, die man zuschließen muss. Ja? Schau mal bitte. Also du siehst ja die Karte der Mond, der Turm und drei der Schwerter. Wir reden schon über eine dubiose Situation. Ja? Also möglicherweise, wir reden über eine Situation bei dir, wo mit Lügen zu tun hatten. Also Lügen sind hier zu sehen. Du siehst ja drei der Schwerter, die Karte der Mond. Es gibt hier diese Situation von einer dritten Person oder so. Eine dubiose Situation gibt es hier von Lügen und so Sachen. Ja? Für manche spricht das hier sogar für ein Ende natürlich mit einer Person, die nicht mit der Wahrheit war. Also ja, es gibt hier diese Ende, ja, also in manchen Fällen rede ich hier schon über eine Trennung bei manchen, ja. Denn wir reden schon hier, du siehst die Karte der Mond und drei der Schwerter. Es gab hier eine Unehrlichkeit. Ja, eine Unehrlichkeit sieht man hier sehr deutlich. Zwilling, also lass dich überraschen, aber ich sehe hier eine sehr interessante Situation bei dir. Die erste Woche Oktober. Ich sehe schon eine Person von deiner Vergangenheit, wo du bereits einen Schluss gemacht hast. Sehr wahrscheinlich einen Zyklus, den du auch ja, abgeschlossen hast. Es gibt hier eine Kommunikation. Es gibt hier schon eine Kommunikation. Zwilling, wenn du mir sagst, dass das für dich ein Kind ist, ja, für manche spricht das hier für ein Kind.
Und irgendwie eine Situation, wo man gar keine Kommunikation hatte. Es gibt hier, in manchen Fällen spricht das hier für ein Kind. In manchen Fällen spricht das für eine unreife Energie. Es gibt hier eine unreife Energie. Ja? Und irgendwie, ich habe schon hier eine interessante Situation für dich. Ja. Eine Person, die vielleicht sogar sich entschuldigen möchte. Ich weiß nicht, wie du mit dieser Energie in Resonanz kommst, aber ich sehe hier diese Person, die sich irgendwie entschuldigen möchte. Eine Person, die irgendwie eine Versöhnung möchte. Alles wieder gut machen will. Eine zweite Chance möchte. Ich sehe hier eine klare karmische Situation bei dir. Ja, sehr interessant. Ich denke, es gibt hier etwas, wo du schon sehr lange gewartet hast. Du hast auf eine bestimmte Kommunikation sehr lange gewartet. Du warst auch enttäuscht, enttäuscht für eine Situation. Vielleicht, wo du auch viel Zeit investiert hast, viel Geld investiert hast und irgendwie die Ergebnisse sind nicht so gekommen, wie du es dir gewünscht hast. Und es kann schon mit einer Person zu tun haben. Ich sage dir, Zwilling, eine Person, die du mit der du jetzt sehr lang keine Kommunikation hattest oder irgendwie du sehr lang gewartet hast, diese Person kommt jetzt mit einer Entschuldigung. Zwilling, das wirst du nicht mal erwarten. Ich rede über eine unerwartete Situation bei dir. Du erwartest das hier nicht. Das erwartest du nicht. Diese Kommunikation erwartest du nicht. Das wird schnell gehen und abrupt plötzlich wird da sein. Du erwartest das nicht, aber du hast schon in eine bestimmte Zeit darauf gewartet. Du hast darauf gewartet, dass diese Person sich mit dir kommuniziert. Diese Person hat sich aber sehr viel Zeit genommen für diese Kommunikation. Du hattest hier schon einen Zyklus abgeschlossen. Diese Person möchte trotzdem jetzt diese Kommunikation machen. Es gibt hier schon eine stolze Energie, eine Person, die denkt, wenn er oder wenn sie kommt, du freust dich natürlich, du bist offen und vorbereitet für diese Person und so weiter. Also so ungefähr, die Person kommt und du applaudierst. Aber ich glaube, diese Person wird sich überraschen, weil du bist in eine ganz andere Situation. Ich sehe hier eine neue Person in deinem Leben. Ich sehe schon eine andere Person in deiner Energie. Und das hat mit dem Schicksal zu tun bei dir, ja? Es ist eine sehr interessante Situation, ne? Hier. Vielleicht gibt es hier einen Altersunterschied zu dieser Person, ja? Einen Altersunterschied, und wenn nicht, es gibt hier tatsächlich eine unreife Energie. Ja, eine dritte Person sieht man in dieser Energie, es ist ja klar. Ich sehe nochmals eine Versöhnung. Eine Person kommuniziert sich die erste Woche Oktober. Das wird sehr schnell gehen, Zwilling. Es kann sogar möglich sein, dass sogar jetzt gerade geschieht. Oder ja, dass jetzt gerade geschieht, weil das ist ja für die erste Woche Oktober. Aber heute ist ja Freitag. Es kann möglich sein, dass sogar du das schon hier dabei bist. Das soll wirklich schnell sein. Das soll sehr schnell gehen jetzt, ja. Und das ist unerwartet. Von da aus ist es eine Überraschung hier. Es gibt eine Überraschung, ja. Eine Überraschung. Und eine Überraschung. Interessant, Zwilling. Also interessant, wie du siehst, die Energie, die sich bei dir hier zeigt. Also die Karte, der Turm in der Mitte. Veränderungen sind da in deiner Energie. Es gibt hier klare, deutliche Veränderungen bei dir, die mit auch einen
mit unserem Universum, es wird sehr schnell gehen und irgendwie eine Situation kann auch nicht länger in der Zeit bleiben. Es gibt ja abrupte Veränderungen, die aber positiv sind. Ich sehe es positiv für dich, weil neue Energien zeigen sich in deinem Weg. Ja? Also sehr positiv. Zwilling, das ist, was ich sehe für deine erste Woche Oktober. Wow, 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 muss ich schon sagen. Also es gibt hier eine klare karmische Situation, mit der du dich wieder konfrontieren wirst. Und nochmals, ich bin sehr sprachlos, weil nochmals, das wirst du nicht erwarten. Ich glaube, du erwartest diese Situation nicht. Aber hier kommen klare Gespräche. Klare Gespräche kommen hier. Zwilling, ich danke dir für deine Likes und deine Abos. Dankeschön. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Pass auf dich auf und bis bald. Tschüss, Zwilling.